Dieser scheiß Stein. Ja, Lydia, halt die mal alle schön ein bisschen zurück. Ja, ja, Kapitän Hager. Ich, wow. Ich wollte hier ein bisschen Urlaub machen. Lydia, ich könnte deine Hilfe brauchen. Oh oh. Das war meine einzige Möglichkeit, die ich gerade gesehen habe. Ich bin ganz ehrlich. Wow. Wirklich? Jetzt finden die mich nicht mehr? Cool. Dann schleiche ich mich vielleicht von hier aus langsam wieder hoch. Achso, da ist noch jemand. Ja, ich kann so nicht kämpfen, ganz ehrlich. Sag ich dir, wie es ist. Der müsste jetzt einfach mal still und heimlich hier abnippeln. Still und heimlich abnippeln. Danke sehr. Septime, Eisenpfeil. Dann könnten wir jetzt wieder hier hoch, müssten aber immer noch extrem vorsichtig sein. Und sollten uns vielleicht erstmal heilen. So, zurück zum Bogen. Hier haben wir gerade niemanden mehr. Ich könnte sie. Ja, ich könnte die schnell looten. Hoffen wir einfach mal, dass wir dabei nicht erwischt werden. So, 5 Septime. Ach komm, ich will sie alle haben. Dietrich, Septim, Eisenpfeil. Man weiß ja nie, wofür man das Zeug noch braucht, also nehmen wir alles mit. Wenn ich mich nicht täusche, war da hinten auch noch einer runtergeflogen. So, 10 Septim, Eisenpfeil und... Ja, den hat man anscheinend schon. So, ist hier vielleicht was in dem... In dem Schiff noch irgendeine... Oh ja. Eine meisterhafte Meistertruhe. So, da probieren wir mal... Ah, es ist ziemlich weit oben. Das ging schnell. 81 Septim, Vulkanglaskriegshammer. Ich nehme die mal mit. So, sonst noch was? Nö. Schaut nicht danach aus. So, dann können wir uns hier langsam nach oben arbeiten. Hier haben wir Karotten. Die mich aber immer noch nicht wirklich interessieren. Knoblauch auch nicht. Immer noch zwei Fässer. Da weißt du was, komm. Schneebär nehme ich mit. Daraus können wir uns bestimmt einen lecker Trank zusammenbrauen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Nordkriegshammer. Wert 700. Ist gekauft. Oder besser gesagt, ist geklaut. Hagers Tagebuch. Okay. Achter Abendstern, vierte Ära 200. Yari Ra führt etwas Großes im Schilde. Er wollte mir nicht sagen, was genau er meinte, nur
Es wird wieder wie in den guten alten Zeiten, ehe der Einsturz eure Boote dort drinnen blockierte. Wir können unsere Schiffe nicht mehr hier rausschicken. Worauf spielt er bloß an? 14. Abendstern, 4. Ära 200. Er will wissen, was für Beute wir angehäuft haben. Ganz gleich, was er sagt, von mir erfährt er nichts über meinen Schatz. Der bleibt dort unten, wo er in Sicherheit ist. Er wird wohl kaum ins trübe Wasser springen, geschweige denn zum versunkenen Schiff hinuntertauchen. 21. Abendstern, 4. Ära 200. Es ist soweit. Yarira und seine Schwester Dija haben irgendetwas ausgeheckt. Jetzt brauchen sie nur noch einen Sündenbock. Ich frage mich, wo sie jemanden auftreiben werden, der so dumm ist, auf sie zu hören. Irgendeiner findet sicher immer. 100 pro was er. Und es muss hier noch ein versunkenes Schiff geben. Also tauchen wir doch alles ab. Wenn es denn sein muss, dann machen wir das. Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs. Ja. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ein paar Eisenpfeile. War cool hier mit diesen ganzen Fracks eigentlich. Sieht schon sehr gut aus. Ausdauer. Schmiedekunst verbessert. Sehr schön. Ja. Sehe ich jetzt eher nicht so. Da oben haben wir noch mal einen. Ja, es war ein bisschen zu weit unten. Der ist tot. Definitiv ist er tot. Ist natürlich tragisch für seine Familie, aber letztendlich alles Banditen. Außerdem lebt er noch. Guckt, der lehnt hier bloß und schaut ein bisschen runter. Eisenpfeil. Dankeschön. Jetzt müssen wir bloß noch rausfinden, wo... Wo sind denn die? Immerhin sind sie uns ein ganzes Stück gefolgt. So, was haben wir denn hier Schönes? Eigentlich nichts. So, da hinten waren glaube ich auch noch zwei. Die dürften doch jetzt wieder leben. Ich weiß auch gerade nicht genau, wo Lydia ist. Die ist einfach verschwunden. So, die beiden haben wir auch wieder weg. Sehr angenehm. Zaubertrank der Heilung. Wildbret. Ja, fehlt nur noch der Anführer. Was haben wir hier? Achso, von hier kamen wir. Er soll irgendwo hier geradeaus sein. Sag mal. War er das? Jawohl. Cool, dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Ach, und Lydia hat die ganze Zeit auf ihn aufgepasst, oder was? Oh, Lydia ist fast tot. Septim. Aber dann muss hier irgendwo noch ein Frack sein. Dann müssen wir hier halt ein bisschen durchschauen. Oder war es schon das, auf dem wir waren?
was nicht mal so sehr versenkt war. Ja, ist auch gut, taucht auch auf. So, wir können hier nicht durchschwimmen. Bevor ich mich hier komplett irgendwo festfahre. Gibt es noch ein weiteres Wrack außer diesem hier? Das ist jetzt die Frage, die noch offen bleibt. Wobei ich mir aber fast sicher bin, dass es dieses Wrack ist, welches gemeint ist. So, das heißt, wir kontrollieren jetzt noch den Weg nach draußen. Das können wir mal alles noch schnell abschwimmen. Aber ich erwarte nicht, dass wir hier irgendwo ein Wrack finden. Das müsste doch schon gewesen sein, weil das Wasser ist hier auch nirgendwo tiefer. Also nicht so tief, dass man ein komplettes Schiff einfach verstecken könnte. So, und hier ist nämlich schon wieder der Ausgang. Ach, Lydia schwimmt sogar mal mit. Ja. Da haben wir nochmal eine Truhe gefunden, aber im Großen und Ganzen gehe ich stark davon aus, das war's. War ganz schön, aber war nicht viel. Und wenn wir schauen, abgeschlossen. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. So, dann haben wir diese Nebenquest, die können wir abgeben. Oh. Schattenmähne macht immer noch seinen Freischwimmer. Hier. Blauer Palast, da kriegen wir unsere Belohnung. Von Falk Feuerbart. Oh Gott, jetzt habe ich ihn verschluckt. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht. Ja, das habe ich so oft schon gehört, ganz ehrlich. Ich kann es nicht mehr hören. Manche Leute sagen. Halt die Fresse. Manche Leute sagen, halt einfach die Fresse. Tag. Ich bin der Vogt des Jahres. Wenn ihr am Hofe etwas zu erledigen habt, müsst ihr mit mir sprechen. Ja, deshalb bin ich hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100, Alter. Wirklich? Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Weiß ich nicht. Zu sein hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Es wird über seltsame Geschehnisse in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Noch nie davon gehört. Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Ja gut, warum auch nicht? Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Jo, danke. Dann machen wir halt erstmal Wolfsschädelhöhle. Lydia, du kommst mir echt ein bisschen nah. Die Frage ist, wo zum Teufel ist die? Wolfsschädelhöhle. Wird vermutlich von hier am schnellsten erreichbar sein. Ah, tatsächlich Banditen. Ich dachte, das sind Wölfe.
Schadmähne, hau ab da. Ich kann so nicht kämpfen. Lass mein Pferd in Ruhe, Junge. Was ist denn mit dir? Ich kann gar nicht glauben, was hier einsteckt. Alter, Schattenmähne, verpiss dich! Pferd. Um Gottes Willen, geh doch einfach weg. So, euren Kackbodenschützen räume ich auch noch auf. So. Alter, dieses Pferd, wirklich, es bringt mich noch um. Alles graviert. Nice Scheiße. Sag mal, hatte ich hier nicht schon mal aufgeräumt? Bin mir sogar relativ sicher, oder ich hatte dann geladen und hab's dann gelassen. Ja. Och nee, komm schon, echt. Lydia, meine Liebe. Meine Honigpraline. Lydia? Lydia? Kommst du? Hallo? Lydia! Kommst du bitte her? Dankeschön. Das ist sehr lieb von dir, dass du immer noch da bist. Guck mal, ich habe hier neue Waffen gefunden. Wenn dir was davon gefällt, dann gönn dir. Schwimmerpfeile brauche ich eigentlich gerade auch nicht. Das kann weg. Das kann weg. Hier haben wir soweit erstmal nichts. Von was bin ich denn so schwer? Den kann ich nicht ablegen. Achso, jetzt ist Lydia halt auch voll. Das ist wirklich klasse. So, irgendwo dort. Na, da sage ich aber nicht nein. Wie könnte ich? Wie könnte ich da nein sagen? Wir müssen ganz klar mal wieder in die Heimat. So, da drüben also. Ja, außenrum ist, nicht so die Option für mich, wer mich kennt. Ich versuche irgendwie immer querfeldein möglichst schnell dahin zu kommen. Ist das euer Ernst? Das sind doch Kultisten. Ich bin das rechtmäßige Drachenblut. So leid es mir tut. So, Kultist Nummer 1. Ja gut, davon brauche ich halt einfach mal gar nichts. So. Doch, werde ich, weil ich muss. So. Daedra-Herd? Natürlich, nehme ich mit. Wer weiß, wofür es gut ist. So, dann haben wir hier nochmal einen. Ich werde nicht fallen. Das hat aber nicht besonders lange angehalten. Geiler Sound übrigens. So, Dwemer-Pfeil nehme ich gerne mit. War ja im Großen und Ganzen jetzt eigentlich ganz lässig. So,
dort vorne also. Hier müsste gleich der Eingang zur Höhle sein. Okay, es sind also Tote. Auch cool. Die haben jetzt aber nicht so viel dabei. Dann schauen wir mal nach, was da so los ist. Hoffentlich nicht allzu viel, weil ich bin echt voll. Gefühlt sollten wir eigentlich erst abladen. Also zumindest vom Sinn her. Hallo Lydia. Da oben ist nichts. Ich habe meine Spitzhacke, aber sonst weiter auch nichts. Lydia läuft jetzt 100 pro rein. Diese Frau, was kann sie eigentlich? Blasenpilz. Okay, ich muss zugeben, das kam ein bisschen unerwartet. Ich dachte, One Hit. Und hier gibt es schon wieder so viele verschiedene Wege. Ich werde mich sowas von verlaufen. So, ihr zwei macht auch keinen Blödsinn mehr. Totenbeschwörer. Natürlich, was auch sonst. Ja. Nicht mal zu Ende gekocht haben sie. Huch. Ganz schwache Leistung. So, hier geht's dann weiter. Dann schaue ich jetzt erstmal da oben. Nichts auslassen. Ich will alles looten. Auch Pilze. Beziehungsweise vor allem Pilze. So, warte, von hier kamen wir. So, dann ging es hier noch oben rum. Achso, da hätte man sich auch bloß anschleichen können. Da oben ist noch irgendwas. Oder auch nicht. Sah bloß aus. Ja gut, dann können wir hier ruhig rein. Oh, das letzte Einhorn. So, Lydia regelt wieder. Das kann sie sehr gut. Achso, ich dachte gerade, Lydia ist tot. Ja, Lydia, du musst nicht immer bloß rumschnacken. Mach doch einfach mal. So, Seelenstein, Magie, Ein Glück konnte ich das Skelett noch looten. Das macht mich sehr glücklich. Nicht so glücklich macht es mich, dass Lydia sich so schnell langweilen lässt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir da noch auf natürlichem Wege hinunterkommen. Ich muss mich da bestimmt nicht reinstürzen, oder vielleicht doch.
Bin da wer noch? Lydia offensichtlich nicht.